Felix' letzter Auftrag an seinem zweiten Tag bei Klaus Landgräbe war eine Gebäudeeinmessung zur Eintragung in das Liegenschaftskataster. Das Gebäude ist mit vielen Ecken und Erkern versehen und aufwendig zu vermessen. Deshalb ist Felix etwas spät dran. Felix steht unter großem Zeitdruck, denn am Nachmittag muss er zum Fußballplatz die Kinder trainieren. Aber die Daten müssen erst ins Büro. Ihm fällt ein, dass es einen Datenaustauschdienst gibt, mit dem man die Daten über die Cloud im Internet direkt an die Leica Infinity Auswertungssoftware auf dem PC im Büro schicken kann. Felix startet den Datenaustausch via Leica Exchange. Jana erhält eine Nachricht, dass Felix die Daten gesendet hat und kann sofort mit der Auswertung loslegen. Sie fragt sich, wieso haben wir das nicht vorher schon so gemacht? Gerade am Fußballplatz angekommen, ruft Jana an. Du hast vergessen, den Erker auf der rechten Seite zu messen und musst nochmal hinfahren. Er antwortet, schau in die Fotodateien aus dem Projekt. Ich habe Fotos mit der in der TS16 integrierten Kamera von allen Standpunkten und verschiedenen Winkeln gemacht. Da müsstest du doch mit der Leica Infinity Software die Messungen in den Bildern machen können. Jana schaut sich das an und stellt fest, ja, das funktioniert. Schnell hat sie die fehlenden Punkte und Koordinaten ermittelt.